So, nochmal strecken. Und dann geht's jetzt rund. Wir machen jetzt mal eines, wir machen mal den Buff jetzt zuerst, dann den und dann geht's rein. Haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr Leben, ich weiß nicht, ob das hilft. Okay, okay, okay. So. Ah, scheiße, okay. Einen zweiten Schlag darf ich nicht machen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, ich muss mal langsam was trinken. Okay. Na, na. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiße. Das war zu viel. So, er macht den Buff wieder. Scheiße. Okay, jetzt hat er ihn. Nein! Ein beschissener Hit ist das, liebe Freunde. Du wärst in der Zeit dreimal mehr gestorben. Was? Wie in der Zeit? In welcher Zeit denn? Ich weiß nicht, in welcher Zeit du meinst, Lichtreflex. Okay, einmal ein beschissenes Mal noch. Dann haben wir's. Also, einmal treffen, dann haben wir's. Einmal mehr treffen. Und wir haben nur noch ein Goldharz. Vielleicht mache ich das beim nächsten Stream werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Goldharz dann haben. Werde ich mal ein bisschen vorfarmen. Können wir aber gut bei den Pilzen machen. Scheiße. Jetzt haben sie mich natürlich eingeschlossen. Alex the Swordsman. So, guten Abend. Mir geht's gut. Noch. Also eher weniger, aber es geht. Es geht. Bisschen aufgebracht, bisschen nervös. Wegen diesem komischen Kerl von Arturias. Ne? Der uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. In der Zeit, wo du gedacht hast, er hätte sich gebufft. Ach so. Ja gut, stimmt, ne? Da hat er mich ein paar Mal getroffen. Ja, habe ich aber ehrlich gesagt nicht auf den Schaden geachtet. Von daher habe ich es gar nicht gemerkt. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal merkt man es dann schon. Also, das ist schon ein guter Ersparnis, oder, ne? Wenn wir das hinkriegen. Wenn wir den Buff unterbrechen. Ja, Alex, ich bin aber Level 21, was etwas niedrig ist. Und ne, so, also, ich gebe mein Bestes. So. Und rein das Ding. Der DevSin96 grüße dich auch. Guten Abend. So, jetzt aber. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, trotzdem noch erwischt, okay. Mann, ey. So. Okay. Nicht gebufft. Ach Gott, ey. Das wäre schön gewesen. Na, komm, 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 komm. Ganz ruhig. So, jetzt müssen wir ganz ruhig runterspielen.
Ich krieg's kotzen, alter Vater, ey. Ich krieg sowas von... Devsin verfolgt Alex. Alter Vater, ich krieg doch echt... Es rappeln, ey. So. Wenn er auf alle Resistenzen ein S hat, also eine S-Resistenz, sprich sehr gut ist quasi, ne? Gegen diese Art von Elementaren. Sag mal so. Ja. Dann könnte ich theoretisch auch ein Cola-artiges Harz nehmen und es würde theoretisch den gleichen Effekt haben wie das Goldharz. Theoretisch. Ob das letztendlich so ist, werden wir gleich herausfinden, denn wir haben kein Goldharz mehr, sondern nur noch dieses Cola-artige Harz, was ja Feuer-Damage macht. Oh, die Kamera ist raus, Clement. Also die YouTube-Kamera, ne? Wisst ihr Bescheid? Die muss ich halt immer anwerfen, leider Gottes. Aber ja, so. Platz 2 in Deutschland bei Twitch bin ich. Was? Wieso das denn? Was ist denn da los? Geil, da sterbe ich direkt. Ne? Okay, jetzt, ich bin auch ein bisschen durch den Wind hier jetzt, ja? Blitz und Feuer bringt fast gar nichts gegen Arti. Aha. Also Blitz sah ja ganz gut aus, also... Wenn Blitz genauso wenig bringt, sage ich mal, wie Feuer, nehme ich auch gern Feuer. Aber was bringt denn da mehr gegen Arturias? Also, dass es wenig Plus-Damage gibt, das weiß ich ja an sich. Aber ich sag mal, jeder zusätzliche Damage bei Arturias ist mir willkommen letztendlich. Selbst wenn es nur 10 Punkte sind. 10 Punkte sind mehr als ohne. Ne, versteht ihr? Ja, das ist... Was die Harze angeht, sagt das Wiki nichts Genaues. Okay, Lichtreflex. Guckt die ganze Zeit im Wiki. Stimmt nicht. Blitz ist nice. Gegen Arturias. Also ich hoffe eher, dass Alex recht hat, dass Blitz und Feuer ähnlich scheiße sind. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass Blitz Feuer genauso viel Damage macht wie Kohle. Ach, wie Blitzmann. Von daher, mal gucken. Also gegen Arti ist nur Zauber und ich denke mal Minimales. Ach so, und niemals Melee. Ach so. Ja gut, ich habe Arturias immer Melee gemacht. Vor allem, weil ich halt auch meistens keine Zauber nutze in Dark Souls 1. Anders halt als in Demon's Souls oder in Dark Souls 2 habe ich, glaube ich, in Dark Souls 1 noch nie wirklich mit Zaubern gespielt, außer, ja gut, mit im Agro-Mod habe ich es gemacht. Da haben wir ja mit Kleriker gespielt, beziehungsweise auf Wunder geskillt. Und ich bin gerade unsicher, wie wir den damals gemacht haben. Weiß ich gar nicht mehr. Gut, dann Feuer. Und dit hier... Oh. Das war falsch. So, das aber. Okay, so. Ganz, 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 ganz ruhig. Alter, nicht mal getroffen. Ich krieg's kotzen. Okay, nicht das Beste. Was? Ich dachte, er bufft sich jetzt mal langsam. Okay. So. Ich muss mich heilen, unbedingt. Scheiße. Nein! Nein! Ach Gott, ey! Ein beschissener Hit, ey. Ah, Mann. Aber wir haben es so fast... So nah sind wir dran, ey. Meine Fresse! Meine Fresse! Mein Gott, mit Blitz machst du 10 oder 15 Damage mehr. Unterm Strich...
Nichts quasi. Aber ein bisschen was. Also ich bin, wie gesagt, selbst wenn es nur 15 oder 10 sein sollten, was der Buff dann letztendlich bringt, ich bin über jeden Damage glücklich. Über jeden Damage. Na? Wieder zu viel gewollt am Ende. Ja, das stimmt. Ja. Das ist dann immer so der letzte, eine letzte Hit. Weißt du, dann wirst du unkonzentriert und willst halt reinballern, ihm endlich das Schwert reinrammen, aber dann wirst du halt unvorsichtig und dann knallt er dich auch wieder weg. Das geht ja bei Artorias relativ fix, wie wir ja sehen. Und auch etliche Streams so schon gesehen haben. Ja, aber wir sind halt so knapp davor. Es wäre jetzt schade, ohne einen Kill Schluss zu machen. Allerdings müssen wir halt pünktlich Schluss machen, das ist das Problem. Ein paar Minuten haben wir noch, also ein paar Tries gehen theoretisch noch. Allerdings weiß ich gerade auch gar nicht genau, wie spät es ist. Ich sehe halt nur die Live-Anzeige da. Wie lange wir schon live sind. Was jetzt an der Zeit, glaube ich, oder? 2 Stunden 33 Minuten sind. Läuft, ne? So, Kronoharz. Achso, wir müssen mal vorher was trinken, das wäre ganz angebracht. Ich will da mit voller HP reingehen. So. Alter. Okay. So. Okay, der bufft sich diesmal wieder nicht, wie es scheint. Doch, macht er. So, jetzt aber. Scheiße. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Na, komm, 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 komm. Ah. Oh, wow, wow. Ach, komm, ey. Ja, das war wieder zu viel gewollt. War das jetzt Artoria 6, Kalix 3 Streams 0? Ich weiß gar nicht, wie viele. Also das ist jetzt ja ein Stream. Wir bin mir jetzt gar nicht sicher, wie lange wir da jetzt dran probieren schon. Da bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher. Kann sein, dass wir jetzt gerade das zweite Mal dran sind. Also am Montag haben wir es hier gemacht. Ich glaube, ein Try oder so. Und davor auf jeden Fall einen Stream lang. Allerdings mit dem Plus 11 schwer, ne? Ja, muss man gucken. Weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen. Ich muss mich konzentrieren, liebe Freunde. Ich kann das jetzt nicht so stehen lassen, ey. Meine Herren. Wir sind so nah davor. Das ist nicht viel, was da fehlt. Ah, geh mal da neben den Sack, du Drecksvieh, ey. Boah. Krieg's kotzen. So. Konzentration. Ernst machen. Wir machen jetzt ernst. So, da. Ich verliere schon die Orientierung. So fertig bin ich. Mit Nerven vor allem. Jetzt geht's mir nicht mehr gut. Jetzt geht's nämlich mal gut. So, okay. Trinken. Guck mal, fix auf die Uhr. Oh, mein Handy ist aus. Ist natürlich schlecht. Ah, wir haben noch 9 Minuten. Sehe ich gerade. Also, 3, 4 Tries. Ich kann das echt nicht so stehen lassen. Sunny hat schon ein bisschen Mitleid mit mir. Okay, hat vielleicht doch kein Mitleid. Naja. Ich dachte, du bist nett, aber nee, ist er dann doch nicht. Nee. So. Du brauchst mal mehr. Ich brauch keine Strategie. Ich brauch den Strategie hier. Krieg das so hin. Ohne Strategie. Drauf und ab da jetzt. Ja? Das ist meine Strategie.
Jetzt bufft er sich jetzt schon oder was? Okay, er macht... Was? Ich hab den getroffen, das habt ihr gesehen. Ich habe den doch getroffen, ey. Meine Fresse, ich hab den scheiß Buff unterbrochen. Du brauchst mal eine Strategie, um an den Gärtner... Achso, ach, an den Gärtner vorbeizukommen. Ja, ach. Ich sag mal, wir brauchen ja sowieso keine 20 Flakons. Macht ja keinen Unterschied, ob wir da jetzt einen Flakon vorher schlucken. Ne. Das ist ja juppi gesprungen. Aber jetzt, ich sehe schon, ja, die Konstellation lässt langsam nach bei Artorias. Also bei mir lässt die Konstellation gegen Artorias nach, ne? Und die Tries werden wieder schlechter. Mach bitte... Was? Warum? Warum soll ich erst innere Kraft machen und dann Kohleharz? Weil das sonst weggeht. Geht das dann weg? Ich hab... Mir ist schon aufgefallen, dass das irgendwie... Weg. Irgendwie... überschrieben wird, weil ich die Waffe wegpacke, kann das sein? Ich glaube schon, ja. Also habe ich die letzten Goldharz-Dinger quasi auch versemmelt. Also hätten wir ihn eventuell vielleicht schon down gehabt. Ich krieg eine Macke. Da hättest du mal ein bisschen was eher sagen können, ne? Mir ist das schon aufgefallen, aber ich habe genug Probleme, mich mit Artorias irgendwie anzufreunden, als das tatsächlich zu hinterfragen, ne? Warum das dann weg ist irgendwie. Ja, okay, machen wir jetzt andersrum. So. Und strecken Konstellation an und vielleicht läuft's ja. Bin gespannt. So. Ja, tatsächlich, jetzt leuchtet die Waffe auch ein bisschen anders, hm? Ja, jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden. So. Und wir hätten den mit diesem Schaden tatsächlich schon gelegt. Wollte ich mal anmerken. So, komm, trink. Oh! Nein! Sani verkneift sich das Lachen. Nichts. Hallo, Pete. Pete, wir haben es fast geschafft. Drück mir mal die Daumen. Mehr fehlt nicht. Eine Daumenbreite. Je nachdem, wie groß man den Daumen darstellt. Nee, tatsächlich, es fehlt nur noch eine Daumenbreite an HPs, Alter. Es ist unfassbar. Und wir machen jetzt auch 1000 Schaden. Das sind dreieinhalb Hits, die ich eigentlich mit so einem Sprungangriff bräuchte. Das ist nicht mehr viel. Ah, meine Fresse. Ah. Wie viel haben wir denn noch? 3 Kohleharz. Alter Vater, ey. Ich raste hier vor allem auch aus, wenn wir den schaffen. Das wäre super schön, wenn wir den schaffen. Ja. So, kurz noch wieder entspannen hier. Ein bisschen klarkommen. Ah, geh mal deinen Sack, du Dreckvieh. So. Ab nach unten. So, wir haben nicht voll AP, ne? Doch, okay. Ich hab zur Not einfach nochmal ihn getrunken.
Sprung dauert, glaube ich, zu lang zum Ausführen. Nee, klappt aber eigentlich. Also ein Sprung hat ab und an halt auch geklappt. Bei manchen Situationen ist es natürlich ein bisschen zu lang. Aber es kann klappen. Haben wir ab und an schon mal gesehen. Und naja, sagen wir mal, wenn er da den Buff halt nicht drin hat, dann nehme ich meinetwegen auch einen Hit dafür in Kauf. Dass es dann auch gehuppt wie gesprungen sei, immer. Okay, so. Das waren jetzt aber keine. Okay, weg, weg, weg. Ah, scheiße. Na, komm, komm. Ah. Nein, 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 nein. Okay, ich muss das drehen. Ja. Das war jetzt innere Kraft. So, zwei Hammer. 2 Minuten und 2 Kohleharz haben wir noch, ey. Also kohleartiges Harz. So. Ist es jetzt der letzte Try? Das nächste Mal besorge ich dann auf jeden Fall ein bisschen Goldharz. Oder, ja, ich weiß nicht, kann man, also Kohleharz kann man ja wahrscheinlich auch kaufen. Ach so, wir können ja auch bei der alten hier Goldharz kaufen. Fällt mir jetzt mal so gerade ein. Warum haben wir das eigentlich nie gemacht? Wir kaufen mal ein bisschen was, oder? 5000. Das mache ich jetzt mal noch schnell. Ich meine, die Seen brauchen wir sowieso nicht mehr zum Aufleveln. Weil wir dann einfach auch, also wir haben alle Items, die wir brauchen, auf der gewünschten Größe. Ach, mehr hat sie nicht. Ach, das ist ja lieb von dir, du Vieh. Und ja, bei Level 21 bleiben wir halt. Höher leveln wir nicht. Das haben wir ja so festgelegt. Wir haben es ja schon auf ein plus 1 quasi angehoben, weil wir ursprünglich mal die Dingenswaffe nehmen wollten. Das Quelaag Fury Sword. Allerdings habe ich bis heute nicht das Ding auf plus 5 gebracht. Weshalb ich mich dann doch eher für andere Waffen entschieden habe und das im Grunde hinfällig war, dass wir halt ein Level mehr auf dem Tacho haben. Habt ihr das von den Rocket Beans heute Abend mitbekommen? Nee, was denn, Pete? Erzähl mal. Wir haben ja Bonjour, haben wir ja nicht geguckt, weil wir am Mittwoch ja auch streamen. Bonjour läuft ja leider Gottes immer am Mittwoch. Ich gucke mir das meistens in der Wiederholung an, beziehungsweise halt ja später auf YouTube. Also schieß los, Pete. Schieß los. So, warte mal. Das haben wir jetzt vergessen. Oder hören die etwa auf? Oder was? Oder wie? Oder was? Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Mach keinen Scheiß. Hoffentlich gute Nachrichten, ne? Hoffentlich gute. So, bevor ich aber jetzt in den Chat gucke und das vorlese, ist zwar noch nicht da, werde ich mal mich noch Artorias widmen. Ja, so viel muss sein. Okay, und rein in die gute Hütte. Und zack. Okay, das war nicht so ganz geil. Ah! Die haben bei Bonjour einen kleinen Stream mit 3 Viewern rausgesucht und den mit 1000 Besuchern gesehen. Der ist vollkommen fassungslos. Okay, wir waren es leider nicht. Das ist... Wie viel denn? Wer mehr als 3 Viewer. Schade. 8 haben wir. Wir hätten sogar eben mit 8 nehmen können, ne? Gut, einen letzten Try machen wir jetzt noch. Das ist jetzt aber tatsächlich der letzte Try für heute.
schüttelt alle nochmal eure müden alten Knochen durch. Ich tue das ebenso. Und dann muss der Kerl liegen. So. Mir tut trotzdem noch der Rücken weh, aber naja. Die haben alle Viewer von RBTV zu ihm geschickt. Coole Sache. Schade, dass wir es nicht waren, aber coole Sache auf jeden Fall. Würde ich auch mal machen. Einfach mal so einen fremden Stream. Ja, wenn wir die Zuschauer hätten, ne, von Rocket Beans, würde ich einfach auch mal einen fremden Stream irgendwie crashen wollen. Das wäre doch voll geil. Irgendeinen. Einfach alle hin und dann 30.000. Bumm. Also bei Bonjour haben sie ja 30.000 in etwa. Also es schwankt halt zwar, aber ich glaube, es sind ja konstant da 30 oder an die 30.000, 25 bis 30 so im Dreh. Ist schon ordentlich auf jeden Fall, was sie da haben. Und selbst nachts um 6 Uhr morgens, also um 5, um 4, um 6 morgens so im Dreh, haben ja immer noch 3.000 bis 5.000 Zuschauer. Ist ja auch Wahnsinn eigentlich, dass die Leute da um die Zeit echt noch zuschauen. 11 und du schaffst es mit der 12. Sag das nicht. Sag das nicht, Lichtreflex. Das kann man nie wissen. So. Okay. Alter, okay, da direkt Mist gebaut quasi. Ich sehe aber auch nichts mit diesem Drecksbuff. So, gerade noch so. Gerade noch so hingehauen. Scheiße. Ja, und ich treffe nicht mal. Geile Sache. Vieh. So, der völlig falsch getimed schon wieder. Nein! Jawohl! Meine Fresse! Sanja ist erschreckt. Wir haben es geschafft. Lichtreflex hat nicht gelogen. Alter Finne! Artorias ist down. Seele von Artorias und 50.000 Seelen. Ich... Oh Gott, ey. Jetzt habt ihr euch bestimmt erschrocken, ne? Gott, ey. Das war aber auch Zeit. Meine Herren, das ist doch ein super Abschluss, ne? Leuchtfeuer freigeschaltet, Artorias down. Alter Vater. So, und ich würde echt sagen, mit diesen 50.000 Seelen, dem Tod von Artorias und dem neuen Leuchtfeuer, sag ich den YouTube-Zuschauern, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht's an Manus, beziehungsweise an Kalamit, die zwei verbliebenen Bosse des DLCs. Und dann machen wir uns einen Gewinn ran. Und dann haben wir den Low-Level-Run tatsächlich mehr oder minder unbeschadet überstanden. Tja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.